Moin, moin, liebe Hörer. Wir öffnen heute das nächste Türchen unseres 2 aus 11 Adventskalenders für euch. Viel Spaß! Du ziehst, Guten Morgen, Jens. Mittwoch. 21. Nein. Doch. Ja. Ja. Der 21. Dezember. Ja, stimmt. 21. Türchen. Stimmt. Ich habe heute Nachmittag noch ein paar Termine, kommen noch ein paar Kunden. Und deshalb machen wir schnell. Mir ist kalt. Na gut, komm. Jetzt ist ja jetzt schon kalt morgens. Das wird ja ein schöner Tag. Ach, weiß nicht, Tom, ich lasse dich trotzdem raten. Ich sage dir schon von vornherein, es ist extrem schwierig. Es ist ein Auto, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Es ist wieder so ein Auto, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es das gibt. Gesehen habe ich den noch nie. Okay, also sind wir 70er Jahre? Nee. 80er Jahre? Ja. Ja, 80er Jahre. Europäisches Auto? Ja. 18 Jahre, bin ich alt. Coupé? Nein. Cabriolet? Nein. Limousine? Nee. Geländewagen? Richtig. Europäischer Geländewagen aus den 80er Jahren? Ja, und selten. Deutschland? Nein. Spanien? Nein. England? Nein. Frankreich? Nein. Italien? Ja. Italien. Italienischer Geländewagen aus den 80er Jahren? Ich weiß, woran ich jetzt denken würde. Aber Fiat Camagnolo? Nee. Nee. Geländewagen aus den 80er Jahren in Italien. Hm. Ah, hier. Diese, hießen die ISAF? Nee, die haben nicht so kleine Geländewagen, die haben eher Lastwagen gebaut noch. Ja. Iveco? Nein. Iveco Mastiff. Mastiff? Nein, ist es nicht. Ach so, da gibt es eine, sieht aus wie ein Uno. Warte mal. Ja, das finde ich kommt hin. Da bist du schon vielleicht auf dem richtigen Weg. Dings hier von Fisore. Rät und Fisore. Genau. Rät und Fisore Magnum. Magnum, ja, so einen kriege ich bald. Was? Ich kriege hier einen hin. Ach Quatsch. Ja, natürlich. Ist im Vorlauf. In weiß. So wie auf dem Bild hier? Nee, noch besser. Mit weiß lackierten Stoßstangen. Und es gibt so eine Exclusive-Version. Da ist innen drin Sitze und so, das sind von Maserati, auch mit Maserati-Leder. Ist innen drin komplett mit beigem Leder. Aber das Auto hat es doch in Deutschland nie gegeben. Nee, der kommt aus Andorra, der Wagen. Steht aber hier in Lurup in der Werkstatt gerade, werden die Restarbeiten gemacht. Leider die Diesel-Variante. Da ist ein italienischer VM-Dieselmotor drin, also keine Rakete. Das ist witzigerweise ist das Auto, ich musste mich dann damit beschäftigen, es gibt wenig Straßenautos, das ist mehr ein Behördenfahrzeug. Die siehst du unheimlich viel bei der Militärpolizei und Polizei in Italien, auch in den Bergen. Okay. Die Behörden haben den, es gibt den Behördenvarianten sozusagen, okay. Da wurden die in großer Stückzahl vertrieben mit diesem VM-Dieselmotor. Und dann gibt es den mit Benzinmotoren und schlussendlich wurde, ich weiß gar nicht, wie hießen die denn zum Schluss, das ist eine amerikanische Produktion geworden. Es hat eine amerikanische Firma gekauft und weitergebaut noch hinterher. Aha, okay. Genau. Also ich habe das ist, und, du hast recht, ist, je mehr man darauf guckt, sieht der aus wie ein viertüriger, also wenn es ein Uno, ein viertüriger auf Kombi vom Uno gegeben hätte, dann wird der so Das Ding aussehen. Ist riesig, ne? Okay. Also der wirkt so zierlich durch das Design, das ist aber so ein... Ja gut, 1800 Kilo steht hier auf. Ja, ist auch also weit ist über 4 Meter Puma, der 2 Meter breit, das ist ein richtiger Geländewagen, richtig groß. Okay, und der da kann, bin ich ja gespannt. Der kann auch was. Und gerade in dieser Exclusive-Version mit den Maserati-Sitzen und so, ist es geil. Der hat inwendig reinsetzt, wie ein Quattroporter alles. Ja? Ja. Okay. Also ist im Vorlauf, kommt Leute, freut euch, in der Garage gibt es zum nächsten Raton Fisore Magnum. Ja, also wenn ihr mal was Frank ganz, ist überrascht, wenn ihr was ganz Exklusives haben wollt, ja, wie gesagt, ich habe so ein Ding noch nie in Natura gesehen. Also, ja, wirst du dann. Ja, ich bin gespannt. Bis bald, tschüss. Ja, bis bald. Tschüss und schönen Tag. Der hat Maserati-Sitze innen drin. Und auch Holz und so, ganz auf Nobel gemacht. Das war der 2 aus 11 Adventskalender. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet und wir gemeinsam schauen, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Also, bleibt gesund,
und einen schönen Tag.